Heute beim Austrian Own Kanal gibt es eine weitere Runde Modern Warfare 2. Heute ein kleines Team Deathmatch, ja, auf der neuen Map Hotel. Ja, und ja, mit der guten alten kleinen Waffe MP5K mit dem Schalldämpfer. Viel Spaß dabei und das Thema ist auch ganz lustig. Hallihallo, ich bin's wieder, der Knosti, und willkommen, ja, wie ich schon gesagt habe, zu einem neuen Commentary. Die Daten vom Gameplay habt ihr schon gehört oder gesehen, wie auch immer. Ja, den Rest, der erklärt sich eh von selbst. Das Gameplay ist wieder mal von mir. Und heute, ja, ein kleines lustiges Thema. Ihr seht schon in der Überschrift, ich soll nicht süß sein. Also, wie ich jetzt drauf komme, das erzähle ich jetzt auch noch. Ja, wir waren, was waren das, am Montag. Da waren wir halt noch länger vor der Schule, sind da zusammengesessen, ein paar Kollegen, also nicht von unserer Klasse, also ja, auch von unserer Klasse, egal, also ein paar Schulfreunde und Schulfreundinnen, und eine, ja, ich erwähne jetzt ihren Namen, haha, die Hanna, hallo Hanna, so, die hat halt, die findet es halt lustig, wenn ich so im Internet herumlaber und über irgendwas herum erzähle. Sagt auch, mit der Zeit wird das aber bekommt sie Aggressionen, wenn sie mir zuhört. Ja, finde ich auch ganz lustig. Nein, aber jetzt kommen wir zum Thema. Sie hat dann irgendwie, sind wir dann aufs Thema gekommen. Ich habe zu ihr gesagt, sie ist ganz süß. Ja, Urschleimerei. Nachher hat sie zu mir gesagt, ich bin nicht süß. Ich meine, was soll das denn? Ich bin doch obersüß. Ich bin ganz traurig. Nein, es war ein lustiges Gespräch. Ich habe auch mit einem Freund, mit dem Du, also das ist ja sein Spitzname, ich weiß auch nicht, warum er Du mit Spitznamen heißt, egal. Ja, da ist er halt, der hat ja das Zombie-Commentary mit mir gemacht, das ältere, also scrollt bei meiner Liste von Videos weiter runter, ist mein meistgewatchtes bis jetzt. Daumen nach oben, nein. Also dieses Daumen nach oben gefasert lasse ich jetzt. Außer einmal muss ich es heute noch machen. Ich weiß auch warum schon, aber dazu komme ich auch noch später. Ja, also das anschauen. Und sie fand das natürlich auch wieder oberlustig, wie wir da herumlabern. Und sie kann das überhaupt nicht verstehen, was ich da rumspreche. Aber ja, ich verstehe sie auch nicht, was ich da herumlabere. Deswegen, ja, deswegen habe ich ja euch, meine Zuschauer, die erzählen... Boah, Entschuldigung, war beim Training und ich hab... Boah. Ja, beim Training, beim Fußballtraining und war ja gerade hier erschöpft. Ja. Ja, wo war ich jetzt gerade? Ja, ich verstehe selber nicht, dass ich laber. Also wundert es mich ja auch nicht, dass sie nicht versteht, dass ich laber. Sie hat gesagt, ich benutze so viele Fachausdrücke und was weiß ich. Wahrscheinlich meint sie diese mega harten Zockerausdrücke wie Ponage oder Rampage. Was gibt's denn noch? Ja, halt solche Wörter. Egal, also dann richte ich halt noch schöne Grüße an dich aus und bleib immer brav, nicht so viel Alkohol trinken, weil du darfst es ja noch nicht. Ja, und das war eigentlich alles dazu. So ein kleines Thema schon zur Abwechslung. Ah ja, und hier seht ihr auch rechts oben mein Wasserzeichen, habe ich ein bisschen verändert. Oh, da habe ich diesen kleinen Minion, die kleine Kaiba-Kartoffel habe ich draufgepackt. Oh, das ist eine Kartoffel mit Augen, so nenne ich das. Egal, weil das ist auch mein Avatar schön bei YouTube. Und ich sage viel zu oft und komme ich gerade drauf. Und. Ja. Das war's auch leider. Ja, und ich wollte das eigentlich, weil ich habe jetzt noch Zeit, oder? Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, da haben wir jetzt eh noch genug Zeit. Über 3 Minuten. Nein, genau 3 Minuten eigentlich. Ich wollte nämlich euch fragen, was ihr davon haltet, wenn ich mit euch Abonnenten bei der Commander Krieger, also bei CK Challenge mitmachen würde, weil wisst ihr, mit dem, was war denn das nochmal, also ihr wisst eh, mit Bodenkrieg nie sterben oder so, ja, nie sterben bei Herrschaft oder Bodenkrieg war das, nein, nie sterben bei Team Deathmatch und alles gewinnen bei Bodenangriff Herrschaft, oder? Ja, also Leute, falls ihr Interesse habt, eine Xbox habt, Black Ops habt, dann schreibt, also meldet euch in als PN, also per privater Nachricht, PM für die Amerikaner, send me a PM, a private message
to my Austrian Project Account here. And ja. Und schreibt mir einfach in Betreff irgendwas wie CK, can you beat this? Oder wie heißt denn das? Könnte da. Can you beat this, oder? Ja, ist richtig. Can you beat this? Sagt einfach, schreibt euren Gamertag rein. Falls ich euch noch nicht in der Liste habt, dann werde ich irgendeinen inaktiven löschen. Weil ich lösche, ich habe jetzt entschieden, weil ich bekomme auch mehr PNs und so weiter. Hast noch Freunde, Sam? Hast noch Freunde, ist der Platz frei, könntest du mich nicht aufnehmen und so weiter. Werde ich jeden löschen, der jetzt über 7 Tage inaktiv ist. Außer ich kenne ihn persönlich oder so. Also Leute, ich hoffe, ihr versteht das, denn ihr müsst euch mal in meine Lage reinversetzen. Es wollen. Ich fühle mich ja geehrt. Ich meine, ich würde nie mit mir spielen wollen, weil ich bin grottenschlecht. Das kommt vielleicht einmal am Tag vor, dass ich so ein geiles Gameplay jetzt anbringe. Und das, also ich spiele meistens so alleine, wenn ich gerade Bock habe. Und im Team bin ich sowieso schlechter, also ich weiß auch nicht. Ich komme mit den Kommandos nicht zurecht. Aber ich hasse trotzdem Free for All, also das ist auch wieder eine komische Natur von mir. Egal, ja, dann schreibt mich halt an, wie gesagt. Also ja, ich werde auch jetzt jeden wieder raushauen, der nach 7 Tagen nicht, der 7 Tage nicht on ist. Ja, und wie gesagt, schreibt mir eine PN mit dem Betreff Commander Kriege oder CK, can you beat this? Mit eurem Gamertag, warum ihr dabei sein wollt, weil ich hoffe natürlich, dass sich mehr als nur zwei oder sowas mehr melden. Warum ihr dabei sein wollt, nachher werde ich so, vielleicht würde ich so, nein, ich probe spielen. Egal, ich werde dann einfach von euch so rauspicken. Rausficken, nein, nicht falsch verstehen. Rauspicken und dann schauen wir weiter, oder? Dann bieten wir das. Nachher kommentiert das CK, dann habe ich mehr Abonnenten als er und dann ist die Sache gebongt, oder? Passt. Ciao, Leute. 35 zu 2. Ja, euer Knosti.